Von Überfüllung kann in der Bremer Innenstadt wirklich nicht die Rede sein. Nur vereinzelt sind Passanten zu sehen. Um dem Einzelhandel, der nicht erst seit der Corona-Krise in Schwierigkeiten steckt, wieder auf die Beine zu helfen, hat die Stadt nun als eine der ersten bundesweit ein Aktionsprogramm zur Rettung seiner Innenstadt beschlossen. Mit dem Plan wollen sich der rot-grün-rote Senat und die Unternehmen der Hansestadt gegen den Niedergang stemmen, der den Einzelhandel genauso wie die Gastronomie, die Wirtschaft und die Stadt insgesamt bedroht. 13 Millionen Euro stehen dafür in den kommenden 16 Monaten zur Verfügung. Angesichts der Größe der Herausforderung eine schmale Summe, aber für das notorisch klamme Bremen dann doch ein großer Betrag.